Ihr habt mir gesagt, dass ihr Ranking-Videos liebt, deswegen gibt es hier jetzt das nächste. Ich habe ja gesagt, wenn ich alle größeren Eurogames gespielt habe nach der Spiel, dann gibt es auch dazu ein Ranking-Video. Darum seht ihr hier einmal alle Spiele, die ich zumindest da habe. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die zur Spiel rausgekommen sind, aber somit die wichtigsten sind da auf jeden Fall schon dabei. Und ich werde die jetzt einmal ranken. Ne? Ganz nach oben werden dann so die Spiele kommen, die für mich wirklich besonders herausragend sind, die sehr, sehr gut sind. Ne? Dann auch eben Spiele, die einfach machen, was sie sollen, Spiele, die mir nicht ganz gut gefallen haben und Spiele, wo ich mich echt frage, warum ist das irgendwie da, was soll da toll sein, da freue ich mich auch sehr auf eure Kommentare. Das ist ein absolut subjektives Ranking. Ich habe manche von diesen Spielen schon 2, 3, 4, 5 Mal gespielt, manche Spiele auch nur 2 oder gar einmal. Ich habe zwar eigentlich gesagt, ich mache das Video erst, wenn ich jedes Spiel mindestens 2 Mal auf dem Tisch hatte, aber das werde ich bei einigen Spielen einfach nicht schaffen und auch gar nicht wollen, aber ich nehme die Spiele jetzt hier trotzdem mit rein. Also absolut subjektiv, da können wir ganz, ganz viel drüber diskutieren und ich bin auch sehr auf eure Meinung und euer Feedback gespannt. Also wirklich nur eine so fand Ben das Liste und so sind meine persönlichen Ersteindrücke. Das sagt in der Regel auch nicht so viel über die Qualität des Spiels aus, weil manche Spiele einfach gar nicht so meinen persönlichen Geschmack treffen. Und um hier gleich mal einen Maßstab zu setzen, fangen wir vielleicht hier mit Arx an. Ein Arx würde natürlich für mich persönlich ganz nach oben kommen. Das sind jetzt halt so alle Kenner und ja, Expertenspiele, wo ich denke, dass die ganz gut in dieses Video reinpassen würden. Arx ist ja eben auch auf das Spiel zu kaufen gewesen. Die deutsche Version davon wird erst im Frühjahr 2025 rauskommen. Das ist jetzt Gott sei Dank gar nicht mehr so lange hin. Es ist kein klassisches Eurogame mit einfach irgendwie Ressourcen in A und B umtauschen, sondern im Prinzip eine Art Wargame. Mit der Erweiterung wird noch so ein Kampagnenspiel draus, weil die Kampagne nur aus 3 Missionen besteht. Es ist ein Spiel von Coworle, hat eine wunderbare Interaktion. Man kann halt richtig weit abgeschlagen sein, trotzdem noch verlieren und trotzdem auch immer noch gewinnen. Also es kann sein, dass ich ein Spiel mit 3 von 30 Punkten beende, aber potenziell die Chance auf 30 Punkte in einer Runde gehabt hätte und damit den Sieg davongetragen hätte. Also ein sehr faszinierendes, ein sehr gutes Spiel. Dann nehmen wir nochmal ein Spiel, das ich hier auch relativ weit oben einsortieren würde. Nehmen wir mal hier einfach Civolution. Und Civolution ist ein Spiel, das ich ja auch schon jetzt mehrfach gespielt habe. Einige von euch werden es auch auf dem Tisch gehabt haben. Und schreibt gerne mal, wo ihr das einsortieren würdet. Ich würde das hier reinpacken. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist für mich nicht so top-notch, dass ich sagen würde, das ist jetzt auf einem Level mit Arx, allein weil die Erklärung bei mir persönlich schon relativ lange dauert. Es gibt mittlerweile ein Erklärvideo von Deep Print dazu, das deutlich schneller geht, aber also muss ich mir mal angucken irgendwann nochmal. Ich habe das noch nicht hier, deswegen kann ich euch da jetzt keinen weiteren Content zu machen, aber ich habe da 5, 6 Partien von gespielt. Das ist schon sehr eingängig, sehr gut und für mich ganz persönlich auf jeden Fall eines meiner Lieblings-Stefan-Feld-Spiele, auch wenn es sich nicht so anfühlt wie ein ganz, ganz, ganz klassisches Stefan-Feld-Spiel. Genauso würde ich halt ein Townsfolk Tassel zum Beispiel nehmen und das jetzt nicht hier bei D einsortieren, sondern das wäre auch ein Spiel, das für mich hier nach ganz oben kommt, denn das ist auch einfach hervorragend. Ein Boss-Battler, der für mich so ein bisschen KDM nicht ersetzt, aber immer dann, wenn ich KDM spielen möchte und gerade nicht irgendwie 2 Wochen Urlaub und ganz viel Zeit dafür habe und noch einen Mitspieler, der auch 2 Wochen Zeit hat, um mich da mal so richtig reinzustürzen und ich auch den Platz dafür gar nicht habe, dann kann ich eben ein Townsfolk Tassel auf den Tisch bringen und einfach so einen coolen One-Shot damit haben. Und wie gesagt, das ist auch ein Spiel, das ich noch gar nicht so oft auf dem Tisch hatte, vielleicht zu den anderen. Ne? Arx habe ich irgendwie 10 Mal gespielt, Solution 5, 6 Mal. Das kann sein, dass es noch ein bisschen weiter runter geht, aber alles, was ich davon bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Dann können wir auch mal vielleicht direkt sowas wie ein Menefair nehmen und Menefair ist für mich so ein gut gemachtes Eurogame, wie Eurogames halt so sein wollen. Das ist auch irgendwie nicht wirklich zwingend schlechter, als es jetzt ein Civolution ist, aber es ist einfach für mich so, wie man so Eurogames halt macht. Wir haben das Ägypten-Thema, wir haben irgendwie Pyramiden, wir haben Zwingsen drin, wir haben irgendwelche Grabkammern dabei, der Nil ist dabei, wo wir irgendwelche Punkte für bekommen, alles so, auch wieder kleine eigene Minispiele mit so einer Mechanik, wo wir immer in bestimmten Bereichen besser werden wollen und das ist einfach gut, das ist einfach rund, das gehört für mich hier so in die obere Hälfte, hat mich jetzt nicht ganz so sehr abgeholt wie ein Civolution zum Beispiel, wo ich auf jeden Fall deutlich mehr Spaß an noch weiteren Partien hätte. Dann haben wir hier aber auch zum Beispiel sowas wie einen Funkenschlag Außenposten oder Outpost, wie es ja dann heißt. Da hatten wir auch sehr viel Spaß mit, eine sehr schöne, sehr ausgeglichene Runde. Die
beste und ausgeglichenste Runde, die ich jemals für Funkenschlag hatte. Wie gesagt, ich bin da sehr gerne gespannt. Ein paar von euch werden das ja auch gespielt haben. Schreibt da sehr gerne mal einen Kommentar, wie das Ganze bei euch so angekommen ist. Also das ist auch für mich sehr, sehr gut, auch wenn es einige Leute gibt, die sagen, na, so das normale Funkenschlag mit seinen drei verschiedenen Ressourcenarten ist schon noch irgendwie generell spannender. In der Theorie auch, aber ich habe dann lieber solche Spiele, die so hart gut ausgeglichen und gebalanced sind wie das hier mit dem variablen Spielplan. Das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen. Ähnlich ein Galactic Cruise, das gab es ja nur als Demo zu spielen, ich hatte das auch schon hier, konnte euch da schon Videos zu machen, für mich auch so ein Spiel, das ein bisschen Lacerda-mäßig ist, ohne von einem Vita Lacerda zu sein, und die Karten und die Sonderregeln, die es in der Partie gibt, können das Spiel schon auch, na, nicht hart brechen, aber dafür sorgen, dass man da immer wieder andere Ansätze hat, und das hat mir noch ein bisschen besser gefallen, als es zum Beispiel an Menefair getan hat, würde ich auch hier ganz oben einsortieren. Wenn wir mal ein bisschen nach unten gehen wollen, dann nehmen wir zum Beispiel mal ein Beyond the Horizon. Das ist ja der Nachfolger von Beyond the Sun. Und das hat für mich einfach, also es macht im Prinzip das gleiche, ähnliche Dinge wie ein Beyond the Sun. Nur, dass die Haptik teilweise mit diesen komischen Pokalen, die man da hinstellt, die ist deutlich schlechter. Und das, ich wüsste halt nicht wirklich, ich müsste jetzt, also meine letzte Partie Beyond the Sun ist einfach sehr lange her. Man müsste die beiden mal direkt im Vergleich spielen, um zu gucken, wo ist da jetzt so wirklich der Unterschied. Stand jetzt mag ich, dass hier das Artwork ein bisschen schöner ist und auch dieses Erkunden von diesen Landschaftsteilen ist vielleicht irgendwie insgesamt ein bisschen spannender, aber man macht da auch irgendwie gefühlt immer die gleichen Sachen. Also eher eine Enttäuschung für mich. Also da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet auf jeden Fall. Und dann, wenn wir uns hier mal so ein Pampero nehmen, ein Pampero würde ich irgendwie so hier einsortieren. Das hat mir schon besser gefallen als ein Beyond the Horizon. Und es, ja, es wirkt durch diesen Spielplan schon sehr starr, dass da immer die gleichen Marker an den gleichen Plätzen liegen. Und auch wieder so ein Lacerda-mäßiges Spiel, das nicht von einem Vita Lacerda ist, aber auch von einem Ino Tool illustriert wurde, auch schöne, hochwertige, tolle Komponenten hat. Das funktioniert. Ich habe das auch schon ein paar Leuten erklärt, wo ich dann auch auf der letzten Con das nur erklärt habe und dann gegangen bin und mal dachte, okay, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Das hat den Leuten da sehr, sehr gut gefallen. Aber ich weiß nicht, mich hat es nicht so abgeholt. Ich habe da auch ein paar Partien von gespielt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, das will ich unbedingt gerne nochmal wieder spielen oder da habe ich noch irgendwie mehr zu erkunden. Da habe ich gefühlt nach drei Partien das allermeiste gesehen. Und wenn wir dann hier mal weiter gucken, dann haben wir hier zum Beispiel noch ein Atlantis Exodus. Und ein Atlantis Exodus ist für mich auch wieder ein Spiel, das ich hier so in dem Bereich einsortieren würde. Und ich fand das schon sehr gut. Also ich habe beim Spielen, bei meiner ersten Solo-Partie ständig da gesessen und mir gesagt, was für eine coole Idee, was für coole Synergien, was für nette Mechanismen. Das hat halt ganz, ganz viele Aspekte, die ich mag. Irgendwelche Synergien beim Ausspielen von bestimmten, wenn wir uns bestimmte Bauwerke holen und wir haben einen bestimmten Arbeiter, dann können wir den direkt einsetzen, statt eine Extraktion für auszugeben. Wenn das ein bestimmter Arbeiter ist, ermöglicht er uns auch nochmal einen Vorteil. Man kann also eigentlich schöne Kettenzüge dabei machen. Wir haben auch noch so Karten, die wir uns mit bestimmten Aktionen holen können. Diese Karten bringen uns auch immer tolle Vorteile. Eigentlich wollen wir ganz, ganz viele Karten haben und irgendwie drei Säulen voller dieser Karten gespielt haben, um ganz viele Synergieeffekte zu haben. Am Ende der Partie hat man dann vielleicht irgendwie zwei von diesen sechs Karten, die man eigentlich spielen wollte, ausgespielt. Also ein Spiel, wo ich immer irgendwie noch mehr machen möchte, auch immer andere Wege gehen kann. Hat auch so einen drehbaren Plan, wo ich immer meine Route und meine Wege in jeder Runde neu planen muss. Das war also auch wirklich sehr gut. Wenn wir dann hier mal die Blumenstraße nehmen, Windmill Valley, das ist auch wieder ein Spiel. Ja, also ich war auf der Presseshow oder dem Presseevent von der Spieloffensive. Da wurde es sehr oft gespielt, meistens an zwei Tischen gleichzeitig. Eine Teilnehmerin hat, sie meinte auch so, sie spielt gar nicht so gerne neue Sachen. Ich weiß nicht, gefühlt hat sie immer dieses Spiel gespielt. Sie hat, glaube ich, 8 Partien oder so davon gespielt. Ihr das dann schon wirklich sehr gut gefallen. Ich habe das mit Steff zum Beispiel gespielt. Und das wirkt dann erstmal wie ein ganz klassisches, normales, seichtes, fast schon Kennerspiel von Dani Garcia. Aber da steckt dann schon deutlich mehr drin und man muss genau gucken, wie man seine Aktionen timet. Das hat so zwei Räder, die miteinander verzahnt. Wenn ich das eine Rad drehe, dreht sich das andere und immer die beiden Aktionen, die sich dann da zusammenfinden, die geben mir vor, was ich in dieser Runde machen kann. Da kann ich die Räder ausbauen, ich kann Windmühlen bauen, ich kann irgendwie irgendwelche Tulpenbeete anlegen und muss da halt immer gucken, was ich mache. Das Windmühlen bauen kann ich euch in Anfängerpartien nur sehr empfehlen. Damit hat Steff uns geschrubbt. In der ersten Partie mit einer anderen Gruppe hat er damit auch seine Gruppe geschrubbt. Das ist schon so der Weg, den man gehen sollte beim Spiel, das jetzt, na, auf Englisch Windmill Valley heißt, kein Wunder, auf Deutsch schon die Blumenstraße, ich habe es in der Blumenstrategie versucht, das hat nicht so wirklich gepasst, also das ist auch schon
gut auf jeden Fall, das kann Leuten gefallen, gerade wenn man Spiele von Dani Garcia mag, aber ich würde das für mich eher nochmal unter, also ich würde lieber ein Pampero nochmal spielen, als ich einen Die Blumenstraße nochmal spielen würde. Und genauso ist es dann im Prinzip mit Black Forest, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, warum das nicht auf Deutsch Schwarzwald heißt, aber das wäre auch ein Begriff, den man, glaube ich, im Englischen ganz gut nehmen kann, wobei ich glaube, da ist Black Forest dann schon eher der Vertreter. Und das ist ein Spiel, das so zwischen diesen beiden Kategorien bei mir hier schwankt. Also ich würde es auf jeden Fall nicht in die obere Hälfte tun, wo es eines der besseren Spiele ist. Man merkt ihm sein Alter schon an. Ich müsste mal Glasstraße und haben direkten Vergleich spielen. Ich glaube, gefühlt würde ich es hier einsortieren. Würde ich auch nochmal wieder mitspielen, wenn Leute Bock darauf haben, aber muss ich jetzt nicht haben. Während ich hier bei den beiden, also naja, wie gesagt, das würde für Beyond the Horizon eigentlich fast auch gelten. Da sind nur die haptischen Komponenten, die es halt ein bisschen schwächer machen. Aber ich würde es auf jeden Fall deutlich eher nochmal spielen wollen als ein Die Blumenstraße. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel ein Yokohama. Und ein Yokohama würde ich jetzt auch wieder hier einsortieren. Ne, das ist einfach ein Spiel, das genau das tut, was es soll. Ist natürlich auch schon ein alter Klassiker. Ist jetzt nur als Neuauflage wieder rausgekommen. Die konnte ich eben auch ausprobieren und spielen. Und ja, das macht immer noch das, was es soll. Es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel. Damals, als es rausgekommen ist, galt es schon noch als eines der anspruchsvolleren Spiele, aber wenn man es heute spielt, merkt man schon, okay, andere Spiele haben sich einfach deutlich weiterentwickelt, sind noch ein bisschen verzahnter, noch ein bisschen ja, einfach mehr miteinander verwoben und da ist dann das Spiel hier schon deutlich direkter, aber das macht auf jeden Fall voll und ganz, was es soll. Das gleiche gilt im Prinzip für Galileo Galilei. Habe ich gespielt und es würde sich eigentlich auch hier einsortieren. Es macht eigentlich auch genau das, was man möchte. Es ist ein Kennerspiel von dem SETI-Macher und es ist dann eben auch auf Kennerlevel. Und ich werfe mir jetzt auch nicht vor, dass es kein SETI ist, weil das will schon eine Stufe drunter sein. Aber dafür, dass es dann doch eine ganze Stufe drunter sein will und ein bisschen seichter ist, ist es dann doch schon relativ viel, was da drin steckt. Vor allen Dingen ist es relativ viel Kleinkram, den man falsch machen kann. Allein, dass man ständig vergisst, ne, es gibt so ein Aktionsviertel quasi, wo ich immer eine Aktion auswählen kann. Dann muss ich die Scheibe da, oder den Marker quasi rausnehmen von der Aktion, die ich gemacht habe, nach unten schieben. Das ist so fehleranfällig. Das habe ich bisher in jeder meiner Partien, auch meine Mitspieler, haben da ständig vergessen. Wir saßen am Ende der Partie mal da und dachten uns so, haben wir jetzt alles richtig gemacht, haben wir die Sachen immer runden geschoben, ist natürlich eine Konzentrationssache, aber ist auch schon wieder gar nicht so cool, wenn sowas dann, ja, so wirklich viel Konzentration von den Spielern erfordert und das Spiel das nicht einfach ein bisschen besser direkt unterstützt. Ich muss sagen, nach meiner zweiten Partie fand ich schon deutlich besser. Es ist so ein Wackelkandidat, der zwischen hier und hier schwankt, also obere Hälfte oder untere Hälfte. Aber auch gerade diese Inquisitorenmechanik, da haben einige Leute gesagt, dass sie die gar nicht mögen. Ich finde die persönlich gut, sie ist das Salz in der Suppe, weil ohne die wäre das Spiel wirklich relativ flach. Ich würde es, glaube ich, hier auf diesem Level ungefähr einsortieren. Man könnte es auch hier oben hinschieben, denkt es euch irgendwie dazwischen, da kann ich es jetzt aber nicht wirklich hinschieben. Dann haben wir hier ein Torgal und ein Torgal, das ist ja so ein kooperatives Ressourcenverwaltungsspiel mit so einem kleinen Story-Aspekt drin. Da gibt auch so ein Abenteuerbuch da drin und es gibt viele verschiedene Szenarien, die man spielen kann. Hat mir unterschiedlich gut gefallen. In der Zweierpartie, die ich auf dem Pegasus Press-Event gespielt habe, hat es mir sehr gut gefallen. Also da hatte ich wirklich viel Spaß damit. Die Dreierpartie, die ich dann hier hatte, die war für mich persönlich schon deutlich schlechter. Ein Mitspieler hat sie komplett gar nicht abgeholt und zu viert möchte ich das auf gar keinen Fall spielen. Das ist für mich also auf jeden Fall ein Zwei-Personen-Spiel. Alleine deswegen, weil man eben auch in diesem Spiel leveln kann. Und wenn ich mit vier Personen spiele, level ich automatisch seltener, als ich es zu zweit tue. Zu zweit, ne, weil die Aktionen sind eh alle offen, jeder hat so seinen Charakter, aber es ist eigentlich klar, was wir machen müssen. Wir müssen da überlegen, wie wir die Runde planen und wenn ich zu zweit spiele, dann bin ich halt häufiger dran, kann häufiger leveln, bin viel mehr involviert. Bei vier Personen, das funktioniert für mich hinten und vorne nicht. Also zu viert würde ich es oder auch zu dritt würde ich es eher dann irgendwie hier unten einsortieren. Mit zwei Personen, jetzt so auch noch nach der letzten Partie, die ich da gespielt habe, würde ich es dann hier oben einsortieren. Hat vielleicht noch die Chance, hier hochzurutschen, das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, aber hier würde ich es Stand jetzt erstmal einsortieren. Dann haben wir ein Endeavor. Da arbeite ich auch gerade daran, ein Rezensionsvideo dazu zu machen. Und Endeavor war ja ziemlich gehypt. Ich fand das ja auch sehr gut nach meiner ersten Partie und mochte ja auch das alte Endeavor und das Magister Navis, auf dem es basiert.
Ist für mich aber auch wieder so ein Kandidat, der hier zwischenschwankt. Ich habe gerade ein Video dazu gemacht, oder bin gerade dabei, ein Video zu machen, mit so Dingen, die ich an dem Spiel mag, Dinge, die ich an dem Spiel nicht mag. Und es hat sehr viele positive Elemente, die unterschiedlichen Missionen, Solo und Co-op. Aber das Gameplay an sich, und auch gerade die letzte Runde, das ist dann oftmals so, dass man einfach nur nach dem optimalen Zug sucht, genau gucken will, was kann ich jetzt machen, aber auch irgendwie immer noch die gleichen Möglichkeiten hat wie in den ersten Runden von den generellen Aktionen her, die man machen kann. Da baut man sich auch nicht wirklich eine Engine auf, schafft sich nur bei Möglichkeiten, muss auf bestimmten Leistungen weiter vorangehen. Ich tue mich da auch schwer. Ich würde es hier oder hier einsortieren. Ich glaube, für die allermeisten Leute wäre es, was sie eher hier oder auch hier einsortieren würden. Ich glaube, also gegeneinander würde ich es auf jeden Fall hier einsortieren, weil gegeneinander gefällt es mir überhaupt nicht. Ich bin ja eh dafür, dass es viel mehr so Eurogames geben sollte, die man dann auch kooperativ miteinander spielen kann. Im kooperativen Modus würde ich es aber auf jeden Fall hier einsortieren. Vielleicht mit Luft nach oben, vielleicht mit noch Raum nach unten. Das müssen dann auf jeden Fall weitere Partien zeigen. Dann habe ich hier sowas wie zum Beispiel ein Minos. Und ein Minos hat mir persönlich, und ich habe es auch mit Flo gespielt, und Flo hat auch gleich noch eine zweite Partie gespielt, überhaupt nicht gefallen. Das habe ich auch hier, das wird nochmal wieder auf den Tisch kommen. Das kann sein, dass es noch deutlich weiter nach oben rutscht, weil wir waren auch die Einzigen auf diesem Presseevent, denen das nicht so gut gefallen hat. Und gerade Flo ist ja auch jemand, der dann auch bei sowas sagt, das spiele ich auf jeden Fall gleich nochmal und ich gucke mir das wieder an und dann sehe ich einfach, wo so die Fehler lagen und dann gefällt es einem beim zweiten Mal vielleicht deutlich besser, aber ich würde Minos auch nicht wieder spielen wollen. Es ist mir auch eigentlich gefühlt schon fast eine Runde zu lang. Die letzte Runde habe ich auch gesagt, Leute, müssen wir die jetzt wirklich spielen? Das wird eine Stunde dauern und wir haben keinen Mehrwert davon. Wir bekommen nur mehr und mehr und mehr Sachen und können dann irgendwie ganz viel Kram machen, aber dieses Enge, dieses Tighte, was wir in solchen Spielen eigentlich mögen, das fehlt hier halt komplett, zumindest so wie wir das gespielt haben. Und deswegen hat Flo's ja auch gleich mal gespielt, um zu sehen, wie es dann ist. Es gibt auch irgendwie so 5, 6 Sonderhilfsaktionen, die man noch so zwischendurch machen kann, aber jede auch nur einmal pro Runde. Und ja, bisher für mich eher ein Flop, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr so dazu sagt. Und da, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ich habe nur eine Partie davon gespielt, ich habe das hier. Vielleicht bringe ich es nochmal solo auf den Tisch, vielleicht auch nochmal zu zweit. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen hochrutscht, aber ne, sowas sind ja auch immer nur so Living-Tier-Listen. Also es kann sich alles bei wiederholten Partien ändern. Es ist ja nicht so, dass man mit einer Rezension oder auch mit so einem Spiel irgendwie one and done ist man durch, oder auch wenn man 2-3 Mal gespielt hat, oder auch wenn man irgendwann ein Rezensionsvideo gemacht hat, ist man ja immer noch nicht durch, weil Spiele sich auch immer wieder neu bewähren müssen, im Kontext auch mit anderen Spielen, die rauskommen, und da muss man sie halt immer wieder neu einsortieren. Ja, Through Ice and Snow, ich habe zwar auch einen Kumpel, der das auch gespielt, meinte, ihm hat das richtig gut gefallen. Ich kann da noch so gar nichts mit anfangen und ich weiß, der andere hat von euch auch schon geschrieben, sein absolutes Messe-Highlight, aber es ist wirklich so ein klassisches Survival-Spiel, bei dem immer nur die Ressourcen runtergehen, gefühlt die Hälfte, 3/4 unserer Aktion müssen wir damit verbringen, die Aktion, also die Ressourcen wieder hochzutreiben, und da ist keine wirklich spannende Story drin, es ist irgendwie so semi-kooperativ, man fährt schon zusammen die gleiche Route, will aber, dass es immer schlechter geht, wenn es immer zu schlecht geht, dann muss man wieder abschleppen. Da kann es sein, dass manche Leute sagen, ja, das ist genau das Spannende, dass man das irgendwie abwägen muss, aber in meiner Kennenlernpartie mit Karl war da nichts wirklich Spannendes bei. Wir haben uns das auch hinterher nochmal angeguckt und überlegt so, sind da irgendwo Dinge drin, wo wir sagen würden, das ist irgendwie, könnte spannend werden und toll werden, oder machen die Erweiterung das irgendwie toller, und wo ich ja einen Frostpunk richtig gut finde, weil der eben auch noch so ein bisschen Abenteuer, Story mit drin ist, durch die Karten kommt das dann eben rein, fehlt das halt hier bei Through Ice and Snow einfach völlig. Dann haben wir hier Stressbotics zum Beispiel, ist ja vom gleichen Verlag. Das wird hier leider bleiben müssen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bis zu diesem Video schon gespielt habe, aber ich werde es frühestens nächste Woche spielen können. Daher wird das jetzt hier leider nicht bewertet werden. Ein Swordfjord, das ist ja der Nachfolger von Santa Maria. Das würde ich auf jeden Fall locker hier einsortieren. Ich finde, oder vielleicht sogar hier, weil ich muss sagen, wenn man jetzt zu den Leuten gehört, die sagen, hey, ich möchte einfach nur ein schickes, schönes Kennerspiel haben, dann macht Swordfjord genau das, was es möchte. So ein Dice-Draft-Spiel, wo man sich halt, ne, Würfel draftet, die in bestimmte Reihen oder Spalten legt, dann damit Aktionen ausführen kann. Man kann neue Gebäude bauen, dann noch bessere Aktionen zu machen. Man hat so Leisten, auf denen man hochgehen kann, mit denen man sich besondere Wertungen freischalten kann. Das ist also schon sehr, sehr rund, hat aber für uns in der ersten Partie den Eindruck gemacht, hey, das Fischen könnte sehr stark, sehr dominant sein. In meinem
meiner nächsten Partie habe ich dann eine Anti-Fischen-Strategie ausprobiert, habe damit auch gewonnen, allerdings gegen jemanden, der es das erste Mal gespielt hat. Da ist so ein bisschen abhängig davon, wie dominant diese Fischen-Strategie ist, ob das hier bleibt oder nicht doch eher ein bisschen runterrutscht. Nach diesen beiden Partien, die ich gespielt habe, die für mich auch sehr unterschiedlich verliefen, würde ich es tatsächlich ja irgendwo hier dazwischen einsortieren. Tendenz ist momentan eher hier oben. Es hat für mich dann spielerisch schon ein bisschen interessantere Entscheidung gehabt, als es ein Endeavor hatte. Es fehlt natürlich der Koop-Modus auf jeden Fall, aber es ist irgendwie hier so in dem Bereich. Stellt euch auch das wieder am besten irgendwo dazwischen vor. Wenn wir dann einmal hier runtergehen, dann sehen wir hier ein Inferno. Und das fand ich ja nach meiner ersten Partie auch gar nicht so gut, aber ich muss sagen, dafür, dass es ein nicht kartenbasiertes Spiel ist, ist es eigentlich schon ganz schick. Ich würde das auch gerne nochmal mehr Leuten spielen, weil es eben sehr interaktiv ist, weil ich kann mir immer bestimmte Wertungen in diesem Spiel freischalten. Die Mitspieler haben aber auch einen direkten Einfluss darauf, wie gut diese Wertung dann für mich ist, und ich kann natürlich dementsprechend auch die Wertung der anderen Leute beeinflussen. Muss aber überlegen, ist es mir das wert? Möchte ich diese Schritte gehen auf diesen Leisten runter in die Kreise der Hölle, oder möchte ich lieber irgendwie Aktionen machen, die mir irgendwas bringen? Und die, das ist ja auch so verwoben, wir haben dieses Brett, wo wir oder den Teil auf dem Plan, wo ich runter in die Hölle gehe, da bestimmte Aktionen ausführen kann. Und je nachdem, was ich da eben wähle, kann ich eben oben in Venedig halt diese Aktion durchführen, kann mir halt irgendwie neue Gäste holen, kann an meinem Anwesen weiterbauen und mir dadurch halt neue Scoring-Möglichkeiten freischalten. Muss eben auch immer sehen, dass ich auf den Leisten, wo ich scoringmäßig vorangehe, dann auch was dafür tue, dass ich dafür am Ende ganz viele Punkte bekomme. Und das ist, glaube ich, wenn man auf so schön interaktive Spiele steht, wenn man auch immer so ein bisschen genau betrachtet, was der andere mag, ist es hier einzusortieren. Ich habe bisher leider erst eine Partie davon gespielt. Es könnte auch noch sein, dass es weiter hier runterrutscht, weil mein erster Eindruck davon wirklich nicht so gut war, weil ich halt gesehen habe, wo das Potenzial da drin ist. Und wenn man halt, das ist ja oftmals so, Spiele sind ja manchmal enttäuscht, man sagt so, oh, schlecht und war gar nicht so gut, aber wenn man dann halt beim nächsten Mal weiß, okay, das ist nicht das Spiel, das ich mir darunter vorgestellt habe. Das Spiel möchte einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Und wenn ich mit diesem Mindset am Anfang der Partie gleich da rangehe, dann ist das gesamte Spielerlebnis für mich persönlich schon mal deutlich besser. Natürlich, wenn ich es dann mit Anfängern, mit Neulingen spiele, die entweder das nicht verstanden haben, wie das Spiel läuft, oder auch ein anderes Mindset, eine andere Erwartungshaltung haben, dann kann das wieder ein bisschen schlechter werden. Wenn aber alle Beteiligten bei Inferno wissen, worauf sie sich einlassen, kann das, glaube ich, richtig spannend sein. Gehört für mich also, stand jetzt hier in dieses obere Feld, ist aber auch noch ein bisschen Hoffnung. Es kann sein, dass es auch noch hier ganz nach unten runterrutscht. Da würden mich auf jeden Fall auch Erfahrungswerte von euch interessieren. Dann haben wir ein Daitoshi. Und einen Daitoshi parke ich jetzt nicht nur hier unten. Das ist so das Spiel, wegen dem ich auch gesagt habe, hey, ich möchte die eigentlich alle mehrfach gespielt haben, bevor ich so dieses Video dazu mache, weil ich in meiner ersten Partie, hat mich so null abgeholt. Das war auch das, wo ich direkt danach gesagt habe, ein Seti holt mich 100-mal mehr, weil ich da thematisch absoluten Zugang zu habe. Daitoshi ist eben auch von Dani Garcia und hat mich am allerwenigsten von all seinen Spielen bisher abgeholt. Wir haben auch da so eine Rondell-Mechanik und also ich habe keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Es gab auch die Geschichte, dass man entweder so eine normale Aktion auf dem Rondell machen konnte oder dass man halt so einen Produktionszug machen kann. Und gerade hinten raus am Ende des Spiels war es bei uns auch so, dass diese Produktionszüge, auch gerade wenn vielleicht jemand anders einen Produktionszug gemacht hat, ich davon viel mehr profitieren konnte als er und ich darüber dann ganz viele Punkte gemacht habe und ich gar nichts mehr auf diesem Rondell machen wollte. Ich habe jetzt eben auch überlegt, bring das nochmal auf den Tisch, spiel das vielleicht nochmal solo, hatte halt so meine Eindrücke aus den ersten Partien. Was ich dann eben auch immer ganz gerne mache, ist einfach auf Boardgame gucken. Wie sind so andere Eindrücke davon? Sind die alle gehypt? Sind die alle eher so, okay? Und ich muss ehrlicherweise sagen, viele Geschichten, von denen ich auf Boardgame gelesen habe, die dem Spiel eben auch nur eine 6 oder nur eine 7 gegeben haben, haben meine Eindrücke aus meiner ersten Partie voll und ganz wiedergespiegelt. Und das war jetzt nicht nur ein-, zweimal der Fall, sondern ganz, ganz oft der Fall, dass ich halt sage bei Daitoshi, wir haben doch schon live gespielt, ich habe da ein bisschen Content zu gemacht, ich habe ein paar Mal drüber geredet, ich will das eigentlich nicht wieder auf den Tisch bringen. Es wird Leute geben, denen das gefällt. Wir haben das ja auch mit Matthias Wigge gespielt. Ich glaube, der fand das auch echt ganz gut, der hat auch ziemlich haushoch gewonnen. Aber meine Art von Spiel ist das leider überhaupt nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein Resurgence. Und das ist auch ein Spiel, wenn ich nur noch meine erste Partie gehen müsste, dann würde ich das hier unten einsortieren. So würde ich es aber eher hier oben einsortieren, denn es ist, ich war zwar völlig lost in der Partie, aber ich habe erkannt, was das Spiel von mir möchte. Und ich wusste auch, okay, wenn ich das nochmal spiele und dann nicht immer ewig hinten ranhänge, sondern eben weiß, in welchem Mindset ich da rangehen muss, wo ich auch so meine Schwerpunkte am Anfang setzen muss, dann kann das mich deutlich mehr abholen. Ich mochte an Crystal Palace, falls sich da noch jemand dran erinnert, das ist bestimmt auch schon 5 Jahre alt, eben auch sehr diesen interaktiven Einsatzmechanismus, dass wir halt bestimmte Würfel gewürfelt haben. Es gab bestimmte Aktionsfelder. Wenn ich dran war, musste ich mich für eins von diesen Aktionsfeldern entscheiden, wo ich meinen Würfel hinsetzen konnte. Wusste aber, ich möchte A und B haben.
Wenn ich auf B gehe, ist A danach weg, weil das irgendjemand anders nehmen kann und ich muss ein bisschen meinen Schwerpunkt dabei setzen. Das haben wir hier auch. Wir müssen erst unter dem Sichtschirm unsere aus dem Beute gezogenen Arbeiter hinlegen in bestimmte Bereiche, wo wir sie dann einsetzen können. Und auch dann muss ich eben hoffen, dass ich die Aktion, die ich eigentlich machen wollte, noch machen kann. Wobei das Schöne hier eben ist, ich kann sie immer machen, nur wenn jemand anders vor mir schon gewählt hat, kostet es mich halt eine Ressource mehr. Und dann ist es halt so ein bisschen Postapokalypse vom Setting her. Das heißt, wir haben eine Zuflucht, die wir weiter ausbauen können. Ich habe die echt quasi gar nicht ausbauen können in meiner Partie. Ich glaube, wenn ich das nochmal spiele und da ein bisschen weiter vorankomme, dann wird das auch hier in dem Bereich auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben. Und ja, dieses, also Backbuilding mit Orléans hat das tatsächlich für mich gar nicht so viel zu tun. Bus ist ja quasi einfach nur wieder eine Neuauflage, nochmal eine neu überarbeitete Auflage der neuen Auflage. Gilt als eines der ersten Worker-Placement-Spiele von Splatter Games von vor 25 Jahren. Und da ist es eben so, das würde ich auch irgendwo hier oben einsortieren. Das ist relativ, also es fühlt sich dann, wenn man es jetzt irgendwie spielt, ist es ein sehr elegantes, ein ja auch gar nicht so mega kompliziertes Spiel, das man, glaube ich, relativ schnell und gut erklären kann. Das ist wirklich gut zu spielen. Das hat halt ein sehr schönes Meta. Es ist voll interaktiv, so ein Pick-up und Deliver, wie es bei Splatter-Spielen ja oft der Fall ist. Und das würde sich irgendwo hier einsortieren. Ehrlicherweise, im Vergleich mit modernen Spielen würde ich es fast schon ein bisschen runterschieben, wobei es mir hier ein bisschen wehtun würde, es unter ein Swordfjord zu schieben. Darum, ja, schiebe ich, wobei, oh, also dieses Ranking ist auch mal so eine Sache. Eigentlich bräuchte ich noch ein Tier mehr, weil ja, im Prinzip ist Swordfjord für mich halt auch so ein Spiel, das genau das macht, was es soll. Ich schiebe das nochmal ein bisschen hier runter, weil die Spiele hier, die hier stehen, die sind für mich schon alle eine Ebene über Swordfjord auf jeden Fall. Dann haben wir Nova Roma. Und Nova Roma ist ja ein Spiel von Queen Games mit Artwork von The Maiko. Und ehrlicherweise, ich kann ihn nicht mehr sehen. Seine Figuren sehen einfach immer alle gleich aus. Also, liebe Verlage, gebt da vielleicht auch mal anderen Künstlern die Chance. Das fühlt sich irgendwie alles gleich an. Das ist echt ein bisschen schade mittlerweile, wobei ich so... Wenn er nicht Personen malt, dann oder zeichnet, dann finde ich das schon echt gut. Alles in allem muss ich aber sagen, dass mir Nova Roma hervorragend gefallen hat. Auch hier wieder, gefühlt hätte es eine Runde weniger dauern können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen knackiger. Aber dieser Einsatzmechanismus in diesem Worker-Placement-Spiel, der ist tatsächlich sehr clever. Wir haben so Reihen und Spalten und müssen uns halt entscheiden, wo wir unseren Arbeiter einsetzen. Es gibt immer noch so eine neutrale Caesar-Figur quasi, die am Anfang der Runde eingesetzt wird. Und wenn ich meinen Arbeiter irgendwo einsetze, dann gucke ich immer, welche Aktionen kann ich machen, welche sind damit in Reihe und Spalte quasi verbunden. Und je nachdem, wie viele meiner eigenen Figuren oder ob die Caesar-Figur oder Konstantin ist in dem Fall, in der Reihe oder Spalte ist, ist die Aktion noch einen stärker. Und andere Mitspieler, die sich da hinstellen, bei anderen Spielen wird das meine Aktion auch pushen. Hier ist es nicht der Fall. Hier ist es auch eher wieder ein bisschen wie bei Resurgence dann der Wettstreit um die Aktionsplätze, weil die machen meine Aktion nicht stärker, sie nehmen nur die Plätze weg. Und natürlich möchte ich eigentlich eine Aktion, die ich ein-, zweimal schon gemacht habe, vielleicht gerne noch ein drittes Mal machen, weil ich dann die maximale Stärke habe, mit der ich die Aktion machen kann. Und dieser zentrale Mechanismus ist sehr gut, sehr interessant, sehr spannend. Drumherum sind halt wieder ganz viele Minispiele, die teilweise miteinander verwoben sind. Manchmal mehr, manchmal weniger. Primär natürlich über irgendwie Ressourcen, die man dann generiert. Und auch Punkte, die man sich quasi freischaltet, die man machen kann, indem man noch so sein kleines eigenes Raster mit Wertung quasi erfüllt und ausbauen möchte. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist auf jeden Fall für mich über dem Durchschnitt. Dann haben wir Sankore. Und Sankore ist ein Spiel, wo ich auch schon mal drüber geredet habe, wo ich gesagt habe, Leute, das ist einfach, also wir haben das gespielt, auch mit Flo zum Beispiel dabei und wir waren zu dritt und wir haben am Ende der Partie bei bestimmten Aktionen, die wir in diesem wirklich Expertenspiel gemacht haben, immer noch gefragt, okay, ich will jetzt diese Aktion machen. Wie mache ich das? Setze ich mich dann da hin? Bekomme ich dann den Vorteil? Wirkt er sich da und da drauf aus? Und ja, das war schon sehr spannend, vor allen Dingen allein die Wertung. Man kriegt nicht einfach nur Punkte am Ende für irgendwelche Dinge, die man gemacht hat, um dafür Punkte zu bekommen. Muss man noch auf so einer Mehrheitenleiste sich irgendwie auch nochmal Vorteile verschaffen und Mehrheiten erzeugen und kann da, hat da auch nochmal so ein Minigame drin. Also das ist schon wirklich sehr abgefahren, das Spiel. Und aber ein Spiel, wo ich auch mit meinem Spielen so dachte, so boah, das ist so überhaupt nicht meins. Und es gibt irgendwo so ein Ressourcen Tauschanzeiger, der genau zeigt, welche Ressourcen man in welche alle umwandeln kann und das verkörpert das Spiel eigentlich voll und ganz und es geht im Prinzip wirklich nur darum, eine Ressource in die andere umzuwandeln und auch diese Geschichte mit, dass wir so eine Uni haben und da bestimmte Kurse machen können und dann irgendwie Leute, die den Kurs vorher gar nicht besucht haben, den aber trotzdem irgendwie zu Ende machen können und so, das war thematisch alles ein bisschen unrund, aber ich mag an solchen Spielen natürlich auch wieder, dass man sich dann vielleicht mal ein bisschen mit dem Ort auseinandersetzt, da steckt auch immer irgendwie eine Geschichte hinter, also das ist jetzt hier unten.
Ich würde es tatsächlich für Leute, die auf solche wirklich expertigen Spiele stehen und auch gerne 2, 3, 4 Partien spielen oder sagen wir mal 2, 3 Partien, bevor sie wirklich alles 100% erfasst haben, für die ist Sancora auf jeden Fall eine Empfehlung. Für, also ich persönlich, ja, ich wäre, also das ist so ein Spiel, ich würde es gerne nochmal wieder spielen, um es tiefer zu durchdringen. Ich habe irgendwie nicht so den Reiz, es nochmal wieder auf den Tisch zu bringen, auch irgendwie nochmal die ganzen Regeln zu lernen. Aber wenn jetzt jemand auf der Con sagen würde, hey, wir spielen ja Sancora, hast du nicht Bock mitzuspielen? Ich hätte gerade die Zeit noch wirklich Lust und keine bessere Alternative, dann hätte ich da schon Bock drauf, aber ich würde dann ehrlicherweise meistens eher die anderen Sachen vorziehen. Deswegen würde ich es ich finde es aber schon besser als Daitoshi. Da muss ich dann Daitoshi ehrlicherweise noch ein bisschen abwerten, weil das hat mir da schon deutlich besser gefallen, war deutlich runder und man muss so Spiele dann ja in solchen Listen auch immer ein bisschen in Relation zueinander setzen. So, dann Stevens. Hier sind wir auch wieder eher im Kennerbereich. Ein Spiel, das bei den Game Builders rausgekommen ist im deutschen, in der deutschen Version. Die Originalversion ist, glaube ich, eine spanische und ja, das ist, glaube ich, hier, ich würde sogar eher noch hier einsortieren oder sogar fast hier. Das ist also hier so ein bisschen auf der Grenze. Das habe ich gespielt. Das fühlt sich an wie so ein Design von vor 10 Jahren. Das ist auch, glaube ich, zu zweit nicht die optimale Spielerzahl. Wir bauen nämlich auch da so Karten rein und jeder, der in dieser Reihe beteiligt ist, der bekommt auch immer was in seiner Aktion ausgelöst wird. Das war schon sehr spannend, aber es hat in der 2-Personen-Partie dazu geführt, dass man eher so eigene Reihen gemacht hat, wo man selbst was bekommen hat und jeder hat sich so ein bisschen auf seine Reihe konzentriert. Hat auch so eine Glasbläser-Mechanik, also ähnlich wie es hier bei Black Forest der Fall ist, nur halt im anderen Setting, nicht im Schwarzwald, sondern irgendwo dann in Spanien oder Portugal. Und da muss ich also ehrlicherweise sagen, ich möchte nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, es wird auf jeden Fall Leute geben, denen das gefallen wird, aber mein Reiz, das nochmal wieder zu spielen, also der ist bei Through Ice and Snow noch ein bisschen geringer, aber wenn ich mir die Spiele angucke, die hier so alle sind, dann ist einfach dieses Stevens ein Spiel, das ich gar nicht wieder auf den Tisch bringen möchte, ehrlicherweise. Dann haben wir hier noch Alge Inc., ein Spiel, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, das ich gerne hier oben einsortieren würde oder auch gerne hier einsortieren würde. Aber es ist auch ein Spiel, bei dem ich jetzt so, und das, also ein bisschen schwierig. Ich habe den Eindruck, dass da noch ein bisschen mehr redaktioneller Feinschliff gut getan hätte. Ich habe das in meiner ersten Partie mit den Autoren gespielt. Und das war natürlich sehr spaßig, das war sehr gut, auch wenn ich punktemäßig echt mega schlecht war. Aber das ist bei mir gar nicht so wichtig, wenn da auch ein schönes Spiel hintersteckt. Siehe dieses Resurgence, wo ich auch das gespielt habe und sage so, ja, ich war jetzt überhaupt nicht drin, aber ich habe erkannt, wie toll das ist. Das hier ist eben auch ganz schick mit diesem, wir können unsere Abteilung der Fabrik quasi aufwerten und können da Sachen rausbauen, um besser zu sein und von der anderen Seite wieder Sachen reinbauen, um die ganze Maschinerie ein bisschen effizienter zu machen. Aber ich sage, da hätte noch ein bisschen Feinschliff gut getan, aber das Problem ist eben auch, die zweite Partie, die ich gespielt habe, habe ich mit einem Prototypen gespielt, der auch noch anders war, als nachher die finalen Regeln waren, die ich dafür zur Verfügung hatte und das war alles ein bisschen unrund. Das müsste ich nochmal wieder auf den Tisch bringen. Momentan würde ich sagen, es hat mir, wie gesagt, schon vom Grundsatz her gut gefallen, aber es würde dann eher hier einsortiert werden oder vielleicht sogar hier, da muss ich wirklich nochmal gucken. Also, wie gesagt, auch da wieder, wenn ihr es expertig und kleinteilig mögt, dann ist das ein Spiel, das gut ist und wenn man dann drin ist, dann kommt einem das noch gar nicht mehr so kleinteilig vor. Also es hat da schon so ein bisschen den Level, den auch ein Sancora hat, nur dass wir hier eben auch noch so ein ganz nettes Thema haben mit diesem, ne, irgendwie eigen, nachhaltig produzieren. Das ist auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit der Autoren gewesen und ja, das würde ich halt gerne nochmal in der aktuellen Version spielen und dann gucken. Ich habe einen Mitspieler gehabt, der hat das mitgespielt und hat gesagt, er möchte das nie wieder spielen, weil das viel zu kleinteilig war. Aber das ist eben auch wieder so ein Problem, wenn man solche Expertenspiele hat und auch da, weil ich habe das ja mit den Autoren gespielt und dachte so, das kann ich easy peasy erklären und das Regelstudium hat dann irgendwie nochmal 1,5 Stunden gedauert, obwohl ich die Partie vorher gar nicht vor allzu langer Zeit gespielt habe. Das muss man dann auch gut vorbereiten, wenn ich das den Leuten von Anfang an viel besser, viel runder hätte erklären können, dann wäre die Partie vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. Also hier bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen am Schwanken, ob das jetzt hier oder hierhin gehört. Denkt euch auch das mal hier irgendwo dazwischen, mit dem Potenzial, auch noch vielleicht nach weiteren Partien ein bisschen nach oben zu rutschen oder aber hier zu bleiben. Da muss ich einfach gucken, was weitere Partien zeigen. Wie gesagt, Stressbotics, das ja, kommt einfach dann irgendwann später nochmal. In einem Gezockt könnt ihr mal hören, wie ich das so fand. Das Unbewusste habe ich jetzt halt schon
weiß nicht, 4, 5, 6 Mal gespielt. Und ja, ich habe ja von einigen schon gehört, eines der besten Eurogames der letzten Jahre. Ich habe ein Dice Tower Ranking dazu gesehen, wo das irgendwie mit einer 9 einsortiert wurde. Und ich habe, wie gesagt, einige Partien gespielt. Diese Buchmechanik finde ich immer noch relativ schwach. Und es ist auch nur ein Ressourcen rumtauschen. Am Anfang ist es eigentlich noch ganz spannend. Da liegen ja so Ziele aus. Und dann spielen wir quasi auf diese Ziele. Und dann haben wir so einen kleinen Wettstreit. Der ist so mäßig spannend. Da will man schon irgendwie besser, effizienter sein als der Mitspieler. Hinten raus ist es aber ein Spiel, wo ich super viele Möglichkeiten habe, wo ich jetzt meine Flasche positioniere, wie ich meine Ideen dafür ausgebe, um sie irgendwie anders zu platzieren und dann halt immer bestimmte Aktionen machen kann, bestimmte Ressourcen umwandeln kann und dann genau planen muss, okay, wenn ich jetzt dahin gehe, kann ich irgendwie die Reihe aktivieren, dann kann ich das dahin umwandeln, das dahin, ich brauche das und das, dann kann ich das und das machen und das und dann habe ich das gemacht und habe ich dann schon das gemacht oder noch das oder weiß ich gar nicht. Oder wenn ich jetzt hier die Spalte aktiviere, die ich mir freigeschaltet habe mit Aktionen, dann könnte ich aber das und das umwandeln. Das wäre, glaube ich, ein bisschen effizienter, gerade mit den Karten, die ich dahinter noch brauche. Und das ist schlimm. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, gerade wenn man das zu viert spielt und man da eigentlich vielleicht auch so einen Rückholzug macht man einfach nur, der super kurz dauert und der auch jetzt nicht wirklich spannend ist. Man kann dazu eine Aktion machen, aber das ist so bedingt spannend. Und dann sind wieder die Mitspieler dran und die machen da ihren Kram und wandeln das um und können noch irgendwie eine Nebenaktion machen und sagen dann, hier, ich bin fertig, und hier die eine Sache kann ich noch machen. Und man sitzt und denkt sich, mich interessiert überhaupt nicht, was du da machst. Also ich habe kein Interesse an deiner Aktion und du machst da auch gerade nur ganz hin und her getauscht, weil du es kannst und weil es dir wahrscheinlich irgendwie Punkte bringt, aber es ist wirklich unspannend und da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen der Fehler, dass ich es so oft gespielt habe, auch einfach, weil ich sehen wollte, bin das jetzt ich? Liegt es an mir? Ist es mein falsches Mindset zum Spiel oder wird es einfach mit mehreren Partien besser? Es ist halt wirklich wunderschön illustriert. Das ist ein Spiel, das irgendwo für mich hier einsortiert gehört. Also meine Lust, das nochmal wieder zu spielen, nachdem ich jetzt, wie gesagt, auch schon einige Partien davon gespielt habe und das ist eben auch ein 2, 3, 4 Stundenbrecher, je nachdem, welche Runde und Personenzahl man da spielt, ist einfach sehr gering. Ich muss das nie wieder auf den Tisch bringen. Ich möchte das auch, also ich habe ein, zwei Freunde, die das auch gerne noch spielen wollen, weil das auf anderen Kanälen ein bisschen gehypt wurde und ich spiele das auch gerne nochmal mit denen, aber ich fürchte tatsächlich, das wird dann genauso eine Erfahrung werden und ich bin mir auch relativ sicher, dass einige von euch auch sagen werden, war gar nicht so gut, während andere sagen, was, dieses Ressourcentauschen macht auch voll Spaß. Ja, wenn euch das Spaß macht, ist es voll okay. Das Spiel funktioniert schon, das ist ja auch von Endless Winter-Machern, vom gleichen Team, vom gleichen Verlag, glaube ich. Steinigt mich nicht, wenn ich da was Falsches erzähle, aber das hat mir schon nicht so gut gefallen und das Unbewusste war leider auch nicht so gut. Stellt euch das irgendwo hier zwischen vor. Meine Lust, Daitoshi nochmal wieder zu spielen, ist ungefähr so gering, wie das Unbewusste nochmal wieder spielen zu wollen. Hierbei ist sie noch ein bisschen geringer, da, weil ich das jetzt auch schon oft gespielt habe und dementsprechend noch einigermaßen kann. Ich wäre so schnell in den Regen drin, wüsste von Anfang an, was ich tun sollte. Ich lasse das mal hier stehen. Ja, und dann haben wir das gute alte Seti und keine Sorge, das bleibt nicht hier unten. Seti ist auch wirklich ein hervorragendes Spiel, das mindestens hier unten hingehört. Und wenn ich aber sehe, was hier so ist, ein Civolution, ein Funkenschlag, ein Galactic Cruise, ein Atlantis Exodus, ein Bus, ne, das fällt jetzt ein bisschen raus, das ist schon ein bisschen älter, ein Nova Roma, dann muss Seti einfach hier noch weiter nach oben im Ranking dieser Spiele. Ich finde es dann auch besser, weil es einfach thematisch und mechanisch einfach noch ein bisschen runder ist, als es ein Civolution ist, auch wenn die beiden Spiele nicht wirklich viel trennt. Aber das sind so meine Top 3 Highlight-Spiele von diesen 4 Spielerspielen, sage ich mal, die da rausgekommen sind, von den Euro, ne, Kenner, Experten, Brechern. Und wenn ich mir das Ranking hier jetzt nochmal alles in allem so angucke, dann würde ich sagen, Stand jetzt, aufgrund meiner gespielten Partien, die ich bei diesen Spielen auf dem Buckel habe, kann ich hinter dieser Liste stehen. Ich würde die genauso ranken, aber wie gesagt, ein Minos ist per se erstmal kein schlechtes Spiel. Es hat nur für mich zu viele Sachen, die mich stören. Da werdet ihr euch andere Rezensionen angucken, die total begeistert davon sind. Und vielleicht sage ich auch noch 2, 3 weitere Partien. Ah, jetzt, ne, mit dem richtigen Rangehen finde ich es irgendwie viel besser. Das ist also keine Liste für die Ewigkeit. Da kann sich noch ein bisschen was tun. Manche Spiele werden wahrscheinlich da bleiben, wo sie sind. Manche können auch hoch und runter rutschen. Ob jetzt ein Spiel irgendwie hier oder da oben ist, ist ja auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Unterschied zwischen ich bin hier ganz oben und ich bin da ganz unten. Und es ist, wie gesagt, nur meine absolut persönliche Geschmacksliste. Das ist kein irgendwie objektives Ranking, weil eine Person an sich kann sowas. Geschmäcker sind einfach verschieden und es hängt viel von den Runden an, mit denen man das spielt, dem Erlebnis, das man mit dem Spiel hatte, wie sehr einem vielleicht noch die Regeln im Weg gestanden haben. Und aber ich habe die allermeisten von diesen Spielen jetzt tatsächlich auch schon mehr als einmal gespielt. Von daher, und wie gesagt, selbst Spiele einmal gespielt wurden, die relativ weit oben eingesortiert wurden. Und
Und wie gesagt, wenn es sich natürlich ergibt, Spiele von hier unten nochmal wieder auf den Tisch zu bringen und sie ein bisschen hochzuziehen, bin ich da durchaus offen für. Aber mir geht es da wieder auch einfach ähnlich wie euch. Wenn ihr jetzt so diese ganzen Spiele gespielt hättet und ihr habt jetzt die Wahl, was ihr wieder spielt, dann wollt ihr natürlich auch in erster Linie Spiele hier aus dem Bereich wieder spielen. Also am liebsten halt die Spiele von hier ganz oben und dann auch vielleicht nochmal die Spiele von hier. Aber die Spiele, die hier so sind, die will man dann eher schon nicht mehr so aktiv auf den Tisch bringen. Die will man vielleicht mal mitspielen, wenn jemand die spielt, sondern man möchte halt mehr von diesen Spielen hier einfach kennenlernen, ausprobieren, erleben, gucken, was da so drin ist, gucken, ob die da oben bleiben, ob sie noch irgendwie runtergehen. Und ja, das war jetzt mein Ranking der großen Spiel 24 Neuheiten. Wie gesagt, es kann sein, dass jetzt im Laufe der Zeit auf der Con, die ja in ein paar Wochen stattfindet, nochmal das ein oder andere größere Spiel, das ich nicht hier habe, wie zum Beispiel so ein Shackleton Base oder so, auch noch auf dem Tisch landet und ich das dann auch noch irgendwo einsortieren kann, dann mache ich vielleicht einfach ein Gezock nochmal, also ein Update, wo ich dann einfach hier das nochmal irgendwie dann zeige und sage, ich würde es da und da einsortieren. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auf die Diskussion über die Spiele, die wir dann in den Kommentaren führen werden. Schreibt gerne mal, was so eure Top 3 Highlights der Spiel 24 Vielspieler-Neuheiten waren. Das würde sicher mich und auch einige andere interessieren. Und schreibt auch gerne mal dazu, warum. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne ins nächste Video wieder rein. Macht es gut, bis bald und tschüss.